Der bekannte Evangelist Reinhard Bonke erzählt in seiner Autobiografie eine interessante Story, die er als kleines Kind erlebt hat. Ein Zirkus kam in die Stadt, wo er wohnte, und er war neugierig, hat zugeschaut, wie der Zirkus aufgebaut wurde. Und da gab es einen Elefanten, und der kleine Steppke war schwer beeindruckt von dem Elefanten, wie der half, die schweren Masten aufzurichten, und er folgte dem Wärter, als der Elefant dann zur Seite geführt wurde und sah, wie dieser Elefant mit einer geradezu lächerlich dünnen Kette angekettet wurde. Und der Kleine ging zu dem Wärter hin und sagte zu ihm: "Aber der Elefant kann doch die Kette sofort zerreißen, das kann doch niemals halten." Der Wärter lachte und sagte: "Ja, natürlich. Aber er wurde dressiert. Als ganz junges Tier wurde er an eine Kette gelegt, und immer wenn er versucht hatte, freizukommen, hat das ihm Schmerz zugefügt. Und dieser Schmerz hat sich bei ihm eingeprägt. Und als er aufgehört hatte, es zu versuchen, konnten wir ihn mit einer ganz leichten Kette anketten. Er versucht es nicht mehr. Und deshalb ist er gefesselt. Deshalb ist er hier angekettet. Er wird nicht versuchen, freizukommen, wegen des Schmerzes, den er erfahren hat." Das fand ich eine wirklich bemerkenswerte Story. Denn vielen Menschen geht es so. In ihrer Geschichte, in ihrer Vergangenheit, in ihrer Kindheit hat irgendetwas sie blockiert. Irgendwas war schmerzhaft, irgendwas war schwierig, irgendwas ging nicht. Und das hat sich eingeprägt bei ihnen, und sie sagen: "Das und das kann ich nicht, das und das geht nicht, dafür bin ich nicht geeignet." Und sie sind blockiert, weil sie denken, dass sie da in diesem Bereich angekettet sind und nicht weiterkommen. Aber weißt du was? Mit der Hilfe des Herrn ist das, was dich da vermeintlich noch zurückhält, nichts weiter als ein dünner Faden. Du kannst losreißen, du kannst in Freiheit kommen, du kannst sofort losbrechen. Das, was dir irgendwie in der Vergangenheit diese Blockade aufgelegt hat, kannst du hinter dir lassen. Meine Frage an dich: Wo bist du dressiert? Wo bist du dressiert? Durch die Umstände in deinem Leben, durch die Dinge, die sich in deinem Leben ergeben haben, durch Schwierigkeiten, Schmerzen. Wo bist du dressiert? Wo bist du angekettet, obwohl der Herr sagt, du kannst frei werden? Wo lässt du dich blockieren und sagst: "Das kann ich nicht, dafür bin ich nicht geeignet, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht." Und der Herr sagt: "Hey, ich möchte, dass du das und das tust." Und du sagst: "Nein, ich bin nicht frei dafür." In der Bibel finden wir folgende Aussage: Kann man auch einem Starken den Raub wegnehmen, oder kann man einem Gewaltigen seine Gefangenen entreißen? Das ist genau dieses Bild. Der Starke, das ist, sagen wir mal, dieser Wärter. Und der Elefant ist einfach ein Gefangener, der mit einer dünnen Kette angekettet ist, in diesem Bild. Und weiter heißt es: "So aber spricht der Herr: Nun sollen die Gefangenen dem Starken weggenommen werden, und der Raub soll dem Gewaltigen entrissen werden. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen." Die Gefangenen sollen frei werden, sie sollen weggenommen werden, die Ketten sollen zerrissen werden. Und das ist etwas, was ich dir zusprechen möchte. Schau einmal, wo du vielleicht in deinem Leben dressiert bist, durch deine Vergangenheit, durch Dinge, die dir passiert sind, und entscheide dich zu sagen: "Ich lasse mich nicht länger blockieren, ich lasse mich nicht länger berauben, ich lasse mich nicht länger fesseln, ich werde diese Bindungen, ich werde diese Ketten, ich werde diese Fesseln loswerden, ich werde sie abstreifen und ich werde hineingehen in das, was Gott für mich hat." Ich sage dir eins: Gott hat wirklich mehr.